Pressesprecher der Berliner Feuerwehr. Die Berliner Feuerwehr wurde heute Morgen um 2.03 Uhr hier in die Tabertstraße nach Porschenbreide alarmiert. Hier brennt eine Lagerhalle eines Parkettherstellers in ganzer Ausdehnung auf ungefähr 2000 Quadratmetern. Wir sind hier mit 103 Einsatzkräften an der Einsatzstelle tätig. Wir löschen derzeit über 4 Drehleitern den Brand und während sie rohren. Die Wasserversorgung stellen wir derzeit über Saugschläuche aus der Spree sichern. Es gibt keine verletzten Personen. Die Lagerhalle ist ein Stahlgerüstbau, ein Stahlbau. Bei hoher Wärmeeinwirkung verliert der Stahl die Tragfähigkeit. Ja, auch in diesem Falle, hier sind schon Teile der Stahlkonstruktion eingestürzt, sodass wir die Lagerhalle nicht betreten können und den Löschangriff nur von außen durch. Die Lagerhalle ist ein Lager eines Parkettherstellers, sodass wir auch wirklich viel Brandschutz hier an der Einsatzstelle haben. Wir haben sich auch bewusst auftürmen, sodass die Einsatzstelle uns noch über mehrere Stunden beschäftigen wird.